Ja, guten Abend, meine liebe YouTuber, ich sage es mal so frech, Fangemeinschaft oder einfach Interessierte über oder von der Wirbelsäulenseele. Ich möchte heute mal kurz referieren über das Thema, was passiert mit dem Körper, mit der Wirbelsäulenseele, wenn ein künstliches Gelenk oder ein künstliches Knie oder was auch immer Körperteil eingefügt wird in diesem Körper. Was passiert da und warum hat man dann teilweise noch nicht die richtige Funktion, obwohl das eigentlich mechanisch alles in Ordnung ist. Also, ich nehme da ein Beispiel, das kürzlich bei mir in der Praxis war. Das ist ein Herr, der ist vielleicht 55-jährig. Der hat eine lange Leidensgeschichte mit seinem Fuß. Es wurde schlussendlich ein künstliches Fußgelenk eingesetzt. Und eigentlich vom Gehen her ging es soweit okay, aber er hatte immer wieder Schmerzen und der Fuß war auch immer sehr stark aufgeschwollen. Gut, ich habe dann mit ihm gearbeitet und habe festgestellt, dass da halt ein noch in der Wirbelsäulenseele ein altes Thema ist, wo dann noch nicht erledigt ist. Eben, und wenn man ein künstliches Körperteil bei einem Menschen, ich sage jetzt mal, einfügt, heißt das noch lange nicht, dass das Problem selbst gelöst ist. Das Problem auf dem Seelischen, von der Wirbelsäulenseele her, ist alleine mit dem Einsetzen eines neuen Gelenkes nicht gelöst. Aber das ist ja das Schöne, dann kommen die Leute zu mir und ich darf dann diese Dinge auflösen. Und ich durfte das, jetzt habe ich ein bisschen angegeben, ja, gut. Darf auch sein zwischendurch, weil ich wirklich sehr stolz bin, auch für diese Person sehr stolz bin, dass er heute nämlich wieder ganz normal gehen kann. Also, was habe ich gemacht? Ich habe dieses Problem, bin in diese Geschichte hineingegangen, während der Sitzung und haben diese alte, sag jetzt mal, die alten Filme, die da noch im Körper gespeichert waren, aufgelöst, neutralisiert und in Frieden und in Harmonie schlussendlich in dem Sinne abgeschlossen. Ganz klar, das war nicht nur eine Sitzung, ich weiß nicht, es waren vielleicht 4, 5 Sitzungen, die da nötig waren. Und wenn das Problem und das Ganze zurück durch verschiedene Generationen zurück aufgelöst wird, erst dann kann sich dieses künstliche Gelenk eigentlich mit dieser Wirbelsäulenseele, mit diesem Körper ansprechen, miteinander verbinden und dann schwingen sie gleich, was vorher nicht so war. Der Körper hat vielleicht so geschwungen, das Gelenk hat so geschwungen und das geht nicht miteinander. Also schlussendlich durch das Auflösen dieser Probleme in der Wirbelsäulenseele schwingt alles gleich miteinander und kann so verbunden werden und so Gott will, darf dann auch dieses Gelenk im Körper integriert sein und der Klient darf schmerzfrei und ohne Anschwellungen oder was auch immer weiter durch sein Leben schreiten. Das war tatsächlich bei diesem Mann der Fall und ist sehr glücklich und kann so eigentlich wieder seine geliebte Wanderungen irgendwo in der schönen Schweiz dem nachgehen mit viel Freude und ohne jeden Abend große Schmerzen zu haben oder jeden Abend beim Feierabendbier noch irgendwie den Fuß auf den Tisch stellen muss,
dass alles wieder ein bisschen zurückläuft. Also, in dem Sinne lösen wir das Problem in der Wirbelsäulenseele, wird es schlussendlich auch im künstlichen Gelenk, Fußgelenk, Knie oder was auch immer integriert, schwingt auf der gleichen Ebene und schwingt sich dann gleichmäßig durch das fantastische Leben auf dieser wunderschönen Erdkugel. In dem Sinne mache ja auch ich jetzt Feierabend. Die Abendsonne steht schon sehr tief. Sie sieht vielleicht ein bisschen ein grelles Licht hier drin. Aber das wollte ich eben noch schnell aufnehmen und euch mitteilen. Eben Christian Frautschi aus dem Leben der Wirbelsäulenseele. Einen schönen Abend. Tschüss.